gibt's einen Verein, auf den man zählen kann, wo man miteinander lebt und lacht. Ist Golfing die Furt, ein Herzenssach, ein Herzenssach. Servus und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge von Herzenssach. In der letzten Folge haben wir euch ja erzählt, dass wir einen neuen Jungen aufbringen. Und das ist er! Und wie ihr seht, ist er noch ganz schön da. Und deswegen haben wir uns schon auf den Weg gemacht, um neue Möbel zu besorgen. Servus Leute, wir haben gerade beim Einkaufen beim Möbelhof für unseren Jugendraum. Und wir haben jetzt gerade schon geschaut. Das ist wahrscheinlich unser Reissofa. Dreimal. Und, ja, dreimal. Und ja. Es ist sehr bequem. Ja. Ich finde es cool. Ich finde es cool. Ja, nicht geil. Oha! Oha! Nach getanem Shopping-Trip haben wir jetzt noch schön gegessen und jetzt fahren wir heim. Hallo zusammen, wir befinden uns heim bei der Exodus-Weiher von der Koppeljugend Dietfurt in Deching. Hä, aber was ist das eigentlich? Stimmt, was ist das? Die Exodus-Weihe ist bei uns jedes Jahr am Dorf vor Gründonner Stoff. Der basiert auf dem jüdischen Pessachfest, bei dem man Gottes Wirken beim Auszug der Israeliten aus Ägypten feiert. Es werden Lieder gesungen und ungesäuerte Brote, Hackfleisch und Feldsalat gegessen. Servus miteinander, ich bin Zimmi und Sarah. Wir den heim Palmbüschel binden, die wollen wir natürlich dann auch am Palmsonntag verkaufen von Kolping für einen guten Zweck. Genau, und so schaut es bei uns aus. So, 120 Stück werden heim gemacht. Fuchsbraut. Und so schaut der Einzelne aus. Genau. Und wir zwei, wir gehen jetzt auch wieder an die Arbeit. Und also wenn es fertig sind, dann nehmen wir den Termin aus und sagen, dann können wir das aufstecken. Wir sind hier gerade bei der Sandkastenaktion und liefern an Sand für Familien und jetzt gerade beim Waldkindergarten in Sand ab, das spülen können. Den allen entsorgen wir auch dafür und dafür geben uns die Leute eine Spende. Und die Spenden gehen ja dann auch an den Verein von uns die Kinder. Grüß euch. Heute sind wir am Weg zum alljährlichen Jugendgottesdienst, den wir jetzt ja mit den Leuten aus Holnstein machen. Mittlerweile sind wir auf dem Weg zur 6. Station. Ja. Hinter uns die ganze Gruppe. Und mittlerweile ist es passend für den Frühling, dass es sogar Schneimer angefangen hat. Es ist darum verständlich,
dass Jesus auf dem Kreuzweg stürzte. Der Soldat, der hier zu sehen ist, hat kein Mitleid. Er droht Jesus. Er setzt Jesus unter Druck. Auch wir kennen die Erfahrung, dass wir unter Druck gesetzt oder bedroht werden. In der Schule, in der Arbeit oder auch in der Familie. Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Und wenn ihr das nächste Mal einschaltet, könnt ihr uns beim Wandern durch das Alpenmühltal und bei den Bavaria Filmstudios begleiten. Falls ihr coole Challenges für uns, für die Bavaria Filmstudios habt, schreibt es in die Kommentare. Vergesst das Liken und das Teilen nicht und schaut auf Instagram, Snapchat und Facebook vorbei. Servus! 小可以吗？做美食吧。